tut ja schon weh beim Hinschauen. Da drüben gibt es einen Waldbrand. Hier ist mein Auto kaputt. Mitten auf der Autobahn. Alter, ich geh kaputt. Naja. Alter, warum haben wir immer wieder dieses Bild? Gigantisch Ankara ist. Ne? Wir haben ja gesagt, Konya ist groß, aber Ankara ist ja noch gewaltiger. Wahnsinn, was die hier gebaut haben. Ich bin echt immer noch voll baff. Und was sie noch bauen. Was sie noch weitermachen. Ne? Die sind nur am Bauen irgendwie. Überall. Und immer höher und höher und höher. Höher und weiter. Das sind ja diese Toki. Wohnungen, ne? Die Menschen hier so vom Staat irgendwie so günstiger einkaufen können. Echt? Ne? Ja, Toki-Elwerde sagt man ja, genau. Da gibt es halt dann so eine bessere Kreditmöglichkeit und so was. Nicht so extreme. Obwohl mittlerweile sind die wahrscheinlich auch schon teuer, aber. Oh, guck mal, voll Stau auf der gegenüberliegenden Seite. Bolo, genau. Das sieht ja schön aus hier, ne? Das riecht sehr schön aus. Alter, ich kann aber hier wieder nach links. Das ist wieder so eine City, so Laufdings, ne? Ja. Wow, aber das sieht, das sieht ja echt schön aus, ne? Richtig schön beleuchtet, ne? So mitten in der City. Einmal nochmal Auto durchchecken. Willkommen bei der Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind jetzt in... Wohin sind wir? In Keschan? Ja, Keschan? Ja. Und werden jetzt wieder zurück nach Deutschland fahren. Also ich schwitze nicht, weil es jetzt gerade 40 Grad ist. Ich schwitze, weil ich glaube ich... Keine Ahnung, ich habe gestern Hähnchen gegessen, sehr spät. Seitdem komme ich nicht mehr aus der Toilette raus. Es ist Wahnsinn, mir geht es überhaupt nicht gut. Wir werden jetzt nach Hause fahren. Ich war ja in Ankara, dann sind wir halt durchgefahren. Wollten eigentlich hier nach Keschan, Edirne. Und dann haben wir bei CW Talk dann gesehen, oder gehört besser gesagt, dass Pazarköle und Kapıköle voll ist. Und deswegen werden wir die alte Route nehmen nach İpsala. Heil euch! Wie sieht die Wild aus heute? Heil euch, die Wilde! Meine Leidensgeschichte habt ihr, glaube ich, mitgekriegt. Also viele, die es nicht mitgekriegt haben. Dieses schöne Kfz, der 400.000 gelaufen ist. Da ist die Düse rausgeflogen. Und wir haben es in Edirne fertig gemacht. Dann waren wir noch mal in Antalya, haben noch mal einen Ölwechsel gemacht. Was wollt ihr? Ja, nix. Geht's euch gut oder was? Machen wir Sport oder was? Was ist mit dem? Ja, der macht irgendwelche Geräusche drinnen, aber ich kann das nicht einordnen. Wir haben den Wagen hochgehoben, wir waren sogar in der Werkstatt in Ankara. Die hat leider keine Zeit gehabt, der Usta ist auch nochmal reingefahren, er hat auch gesagt, keine Ahnung, was für Geräusche das sind. Ich kann es auch nicht gerade ermitteln. Ich spüre nichts an den Gelenken. Ich habe eher das Gefühl, dass das irgendwo in den Armaturenbereich kommt. Unter der Sonne immer 40. Hast du mitgemacht, Multi? Ja. Leute, geht ins Auto. Sonne tut euch nicht gut. Ehrlich, ich bin heute der Kranke, was ist los? Hier, das ist Multis Auto. Isara.
miserablen Zustand aussieht. Ja, meins aber auch. Ich habe dir gestern Güya gewaschen. Katastrophe. Ich habe ihn gar nicht gewaschen, den ganzen Urlaub lang. Echt? Du hast doch den ersten Tag hast du noch gewaschen, Anteil. Ersten Tag, stimmt, Anteil hatte ich. Ja. Dann nicht mehr. Also eigentlich wollten wir ja über Edirne rausfahren, aber die haben halt gemeldet, dass dann bei Pazarkule also 2,5 Stunden Wartezeit ist. Und deshalb sind wir jetzt nochmal 80 Kilometer südlich an Ipsala gekommen, weil eine Stunde und 10 Minuten ist hier eigentlich angegeben, dass Wartezeit ist. Und ich hoffe, es hat sich nichts geändert. Eins, was im Urlaub schlimm ist, ist warten irgendwo an einer Grenze und das wollen wir nicht. Wir haben jetzt wie viele Kilometer vor uns? Ab jetzt sind es ja, glaube ich, 2100 Kilometer. Ja, für dich. Ja, für dich nochmal plus. Also, wir wollen ja fahren über Griechenland, Mazedonien, also wie immer. Mazedonien, Serbien, Kroatien, richtig. Slowenien, Österreich, Deutschland. Korrekt. Für mich auch die beste Route. Ja, beste. Wir müssen öfters anhalten, wegen mir höchstwahrscheinlich, weil ich irgendwas gegessen habe. Die Details würde ich lieber nicht erzählen. Ja, hab ich schon. Was ist los? Nix. Jetzt seid ihr still, ne? Also Leute, passt bitte auf, was ihr isst. Das kann ich euch nur als Tipp geben. Ich hab's dir gesagt. Ja. Gut, wir fahren jetzt los. Dankeschön. So, guck mal, wie nett ich bin. Ja, jetzt kommst du ja auch vom Einkaufen. Das heißt, von meinem Geld. Von daher natürlich ist es nett. Ich hab das selber bezahlt mit meinem. Ich mein's ernst. Ich kann dir den Beleg zeigen, meine Kontonummer. Ich dachte, ich schon mal deins. Der ist bestimmt leer, deswegen. Ja, ich dachte, komm, da könnte vielleicht noch was kommen oder so. Multi fährt schon los. So. Multi. Ready to go? Check. Check, genau. Mic check. Also, weiter geht's. Alles klar. Drückt uns die Daumen, dass wir nach Hause kommen, ohne Panne, ohne lange Wartezeiten. Wartezeit, das gehört dazu. Das ist ja, das ja ist gut, ein bisschen an den Grenzen ist normal. Ja? Wichtig ist, wir fahren jetzt gemütlich, kein Rasen, ohne Unfall, ohne Panne. Ich schau nachher. Ich schau mal. Deswegen fahren wir. Das Wichtigste. Ja. Juhu. Oh, Mutti kennt den Weg hier raus. Da bin ich mal recht gespannt, wie Ipsala aus. Aber hier ist schön, ne? Wenn du so siehst. Oh, Keshan ist das hier, ne? Ja. Ist direkt die erste größere Stadt, wenn man durch die Grenze reingekommen ist. Ne? Ja, Edirne ist ja auch gut. Edirne, ja gut, aber wir kommen mal von der Grenze von Ipsala jetzt. Okay. Ne? So, du musst noch dein Dings anschalten. So, ich sag mal dann bis gleich an der Grenze. Jo. Monsterhügel, guck mal. Oh. Aber wenn ich das schon sehe, das gefällt mir schon, weißt du, weil glaub mir, wir sind ehrlich gesagt jetzt hier irgendwie nach dieser Ordane, wir sind in der Mitte hier irgendwo schon gestanden in dem einen Jahr. Guck mal, das ist ja alles frei. Bei uns war das genauso, bis Burla da schon Weg würde. Bitte nur 3 Autos, 5 Minuten durchfahren. Echt jetzt? Nein, ich hoffe doch mal. Sieht gut aus. Guck dir das mal an. Bin ich nun cool oder bin ich nicht cool? Du bist der Beste. Ist da gar keiner hier oder was? Was ist denn hier los? Wir haben uns veräppelt. Ja, danach wird es erst was, Multi. Ja, das ist schon die Grenze. Es ist keiner da. Was? Nein, dann haben die gelogen. Leute, erst mal ganz links gesagt, was meinst du mal ganz links? Bitte links. Ich gehe rechts. So, Leute, Ipsala ist komplett leer. Ich bin sicher. Wir sind gleich raus aus der Türkei. Das sind riesige Schlaglöcher. Wow, erstmal Wagen hochheben, aber sowas für hochheben. Die konnte jetzt nicht mit, oder? Nein. Wir müssen halt immer schauen, dass über diese Brücke nicht zu viel Last wahrscheinlich drüber fährt. Ne? Ja, natürlich, das machen wir extra. Ey, wir verlassen das Land. Immer so ein mulmiges Gefühl. Ja, wenn man reinfährt, wenn man rausfährt. Ja. So, ich mache jetzt aber raus. Ich glaube, das darf man ja nicht mehr. Nee, ab jetzt warten wir jetzt in Griechenland und dann mal schauen, wie lange wir warten. An der Grenze, genau. Ja, aber Multi müsste eigentlich schnell kommen. Ja, ich denke, wenn die jetzt als nächstes nochmal welche durchlassen, dann ist er ja dabei. Ich hoffe mal, dass es dann. So, jetzt sind wir im europäischen Raum wieder. Ja, aber hier müssen wir warten, ne? Also EU-mäßig meine ich jetzt. Ja, aber hier sieht es auch ziemlich voll aus. Echt voll aus.
Ja. Ich verstehe nicht, warum die jetzt nicht noch mehr reinlassen. Ich denke, vorne wird sich das nochmal aufteilen. 1 Stunde 10 Minuten. Haben wir jetzt gebraucht? Ja, wir haben auf der türkischen Seite auch noch mal ein bisschen gewartet, ne? Ja, also insgesamt. Ja, 1,5 Stunden würde ich sagen. Ypsala. 1,5 Stunden gewartet. Ja, mich würde mal interessieren, was jetzt die Leute in Kapuköle machen. Ja, heute soll es ja richtig schlimm gewesen sein. Ja. Aber ich habe den Zollbeamten bei Ypsala auch gefragt, wie heute so die Lage sonst war. Und der meinte, ihr habt Glück, dass ihr jetzt durchkommt, weil vorher, heute Morgen, soll es extrem viel los gewesen sein. Ja. Also ich habe mal gerade kurz nachgeschaut. Genau, 3,5 Stunden müssen wir fahren bis zur Grenze bei Mazedonien, genau. Ja. Also ich finde ja auch Griechenland eigentlich sehr, sehr schön, also super schön. Nur dieses Jahr mal ein bisschen so Beigeschmack gehabt hier wegen Auto und das so. Stimmt. Aber die Stelle ist Sofia, war das, ne? Sofli. Die Strecke sind wir ja durchgefahren zum Glück. Aber jetzt auch die wollte noch einmal da rein. Aber nee, sehen wir, sollen wir noch mal da hingehen? Oh. Wie ist das denn hier? Unser Red Bull? Der fährt mit. Ja. Scheibe, da ist so dreckig, ne? Das sieht so schlimm aus. Ja, man kann sie später mal sauber machen, Kollege. Was, ich? Ja. Warum das denn? Dein Auto. Dafür zuständig. Hallo? Dein Auto? Ist so du egal. Sagst doch sonst immer mein Auto. Du bist meine Auto. Beifahrerin. Du bist für alles zuständig. Google, Hotel finden, Steuererklärung, buchen. Ja. Was machst du? Fahren. Nur fahren. Und ich muss ja, alle anderen tauschen. Sachen. Ich kann ja fahren, dann machst du aber auch alles. Ja. Musst du aber jede alles drei machen. Stunden irgendwas organisieren, ist okay. Jede 3 Stunden. Ich muss andauernd gucken hier. Ja, damit du keine falschen Routen hier fährst. Ja, klar. So, wir fahren jetzt erstmal in Griechenland. Mal gucken, ob Bulti hier irgendwann Pause macht. Der Typ ist ja LKW-Fahrer. Ich glaube, der macht keine Pause. War mal LKW-Fahrer. Ja, war mal LKW-Fahrer. Und der hält lange durch, ne? Genau, wir sind ja bei Santi, fahren die E90 noch genau 200 Kilometer geradeaus. Und wir haben ja gerade Rast gemacht zusammen, ne? Genau. Und dann hat der Multi, ist ja weitergefahren, hat gesagt, ey, wir warten jetzt irgendwo. Jetzt haben wir ein Problem. Auf dieser Autobahn, E90, gibt es keine Tankstelle. Ich verstehe das nicht. Generell in Griechenland, dass an den Autobahnen keine Raststätte ist. Ich würde gerne wissen, also ne, die Leute können ja gerne in die Kommentare schreiben, gibt es da einen Grund, warum das nicht ausgebaut ist, so raststättentechnisch? Weil ne, die Leute müssen auch mal auf Toilette. Ja, man würde dann direkt anhalten, ohne dass man jetzt die Straße verlassen muss, großartig. Leute, ihr glaubt es nicht, Mazedonien hat Tankstellen. Wir fahren in einer Tankstelle rein, egal wie groß, wie klein, voll. Kroatien voll, Serbien voll, Türkei voll. Die ne, Leute, egal wo. Ja. Und ich verstehe nicht, warum das Griechenland nicht macht. Weil, jetzt stell mal vor, wir haben jetzt Bock auf einen Kaffee. Wir können keinen Kaffee trinken. Oder du willst die was zu trinken Kerbern holen? Kaufen. Können wir nicht. Wir können nicht irgendwo chillen. Ja klar, Parkplätze gibt es. Ich finde das so schade, weil Griechenland ist doch so schön. Ich würde so gerne jetzt irgendwo hier in der Tankstelle so chillen, würde mir die Berge anschauen, vielleicht genau da. Am See. Multi hat nämlich gerade auch gesagt, der ist jetzt bei Kavala irgendwo. Ist schon Kavala. Er hat gesagt, warum gibt es jetzt nicht irgendwo eine Stelle, wo man schön anhalten kann und diese Aussicht geht. Guck doch mal diese Aussicht an. Ja. Ich stell mal vor, wir haben hier eine Tankstelle. Hier jetzt eine Tankstelle. Ey, das wäre doch so ein Traum. Und was hier ich in Community jetzt. Wo die wohnen, das sieht auch wunderschön aus. Ja, ich habe ja einen Bericht gesehen, das war ja Wahnsinn.
Was ist das denn? Ist schon sehr schön. Ja, muss man echt auch echt machen. Sehr schön. Mhm. Will ich irgendwann mal auf jeden Fall machen. Extra Geld zahlen. Was ist das für eine Aussicht? Also hier wird erstmal eine richtig schöne Pause eingelegt, würde ich mal sagen. Wir sind bei Autostrada. In, wo sind wir das? Astrowalter sind wir, ne? Nein, nein, noch nicht ganz. Also in der Nähe Astrowalter. Ich habe ja irgendwie so eine, keine Ahnung, was ich habe. Ich muss ja bei jeder gefühlten Tankstelle stehen bleiben. Ich glaube, so ausgerückt warst du noch nie, glaube ich. Gemütliche Fahrt. Wir werden irgendwann ankommen. Ich hoffe mal. Also es ist echt Wahnsinn. Ich habe nur Bauchschmerzen. Eidosch hat das auch komischerweise. Und wir haben gestern Kaffee getrunken. Das hat sehr schlecht geschmeckt. Das war sehr gar schlecht. Ja. Und wir dachten erstmal wegen Hähnchen. Aber die Aussicht ist geil. Aussicht ist geil, ja. Also bleiben wir noch ein paar Minuten hier. Ja, genieße mal das einmal hier. Ich habe auch ein paar Freunde gefunden. Die, als, die Drohne fressen wollen. Genau, ich habe die Drohne angemacht. Ey, ich wusste, ich habe nur einen Hund hier gesehen. Ne? Auf einmal sind alle Hunde aufgesprungen, gebellt. Ich dachte, oh, oh, die Drohne ist weg. Ich muss die Drohne echt da hinten landen. Ja gut, Multi, hast du noch was zu sagen? Nö. Ey, wie viele Kilometer haben wir da eigentlich zur Grenze? 150, ne? Zur Grenze. Mazedonien. Der Bulgare, der hat nicht alle Tassen im Schrank hier, glaube ich. Vorne ist frei. Unglaublich, ey. Aber trotzdem hat super reagiert, der Typ. Mann, 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 echt, ey, wie fahren. Weißt du, das war so ein Passatfahrer vorne, der hat den einen überholt und dann ist er voll auf Eisen gegangen, wa? Ey, Multi, du hast das von hinten nicht mitgekriegt. Der Typ hat den von rechts überholt, also LKW hat den LKW überholt, von rechts. Der ist fast umgekippt. Doch, doch, der ist ja an mir nebendran vorbei, ja, hab ich voll gesehen. Das gesehen. Der hat ja Hammer so gefahren. Das war echt schon Ding, das kann, was der da gemacht hat. Ja, ja, ich dachte, oh, oh, ich habe volle Kanne abgebremst. Und das Schlimme ist, es war ja nichts. Er kann hier ganz locker überholen. Ja, ich hätte ganz normal überholen können, aber der vorne, dieser Passatfahrer war der Arschloch, weißt? Der hat den einen LKW überholt und dann voll auf die Bremse gegangen. Dann ist er deshalb so extrem langsam geworden und der hintere LKW-Fahrer, dem war alles scheißegal, so wie es aussah. Hast du den Nummernschild merken können? Nein, nein, der Passatfahrer war recht weit vorne und der LKW-Fahrer war ein Bulgare. Ah ja, okay, aber nochmal alles gut gegangen. Ja, solche Blödsinn, aber das ist unschuldig, ist in meinen Augen dieser Passatfahrer, weißt du? Der hat richtig, richtig Risiko gebracht gerade eben. Ja klar, auf jeden Fall. Vorausschauend nochmal gucken. Nicht, dass die Leute da nochmal Scheiße bauen und wir leiden da. Guck mal, das ist vorbildlich. Ne? Hier in Griechenland ist das so, dass die Leute rechts fahren. Auch die LKWs, die fahren alle rechts. Wenn du überholen willst. Ja, genau. Und wenn du überholen willst, ohne Probleme, jetzt können wir überholen. Ne? Guck mal, der LKW-Fahrer geht sogar auch nach rechts, damit, falls was ist. Finde ich sehr, sehr schön. Wir überholen, ohne Probleme, ohne Risiko. Richtig. Das war gerade ich. Das war echt gut. Ich dachte, ich habe erst nicht gecheckt, was da los ist. Ich auch nicht. Ich wollte auch überholen. Und dann haben die auf einmal alle abgebremst. Da habe ich ja auch schon abgebremst und gewartet. Was geht denn jetzt? Und dann hat der LKW auf einmal rausgeschert. Rausgeschert, aber nicht und da dann links, voll nach rechts. Rechts. Ja. Hat den LKW überholt. Und dann dachte ich, oh, oh. Aber das sah schon aus, als wenn er da ein bisschen so an die Seite reingefahren ist. Ja, es ist nicht der ganze Staub. Ich weiß, dieses ganze Stroh und was weiß ich nicht, war alles auf der Straße. Das ist gefährlich, ich habe keinen Bock. Weißt du, ich fahre hier gechillt 100. Ich habe keinen Bock auf sowas, ehrlich. Dann lieber nochmal wie im Sufiel, Motor geht platt. Ehrlich, als sowas. Weil das könnte gerade, ey, es ist jetzt voll ins Auge gehen können.
ganze Griechenland, Mazedonien. Und mal schauen, wie es aussieht. Ja, mit links immer gute Erfahrungen gehabt, aber hier sieht es auf jeden Fall gut aus, ne? Warte, dann kannst du noch überlegen, ob du da lang gehst. Hinter ihm sah es ja auch nicht schlecht aus da. Gut, das ist eigentlich okay. Hättest du auch direkt bleiben müssen, jetzt hast du ein Auto dazwischen. Ist nicht schlimm. Und du gehst links. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht läufst du auch. Ja, ich hätte nochmal da geblieben, aber egal. Komm. Nee, ich finde das okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange wir hier warten. Wir haben jetzt... Oha, was war das denn? Bist du an die Seite gekommen oder was? Weiß ich nicht. Bin ich? Ja, sieht ziemlich nah aus. Shit. Hast du gerade die Felgen gekillt? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. 10:30, ja, okay. Ja. So sieht's aus. Ich denke, es geht schon fix. Ich glaube auch. Ich schlag mich jetzt 20 Minuten? 20 Minuten, genau. Bombe. Nicht länger, glaube ich. Ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Ja, und jetzt haben wir, glaube ich, 170, 180 Kilometer, ne? Ich kann es dir nicht genau sagen, müsste ich nochmal nachschauen, wie viel das war. Aber es ist nicht viel, man ist ziemlich schnell eigentlich in Mazedonien durch. Ja. Also wenn ich das sehe, Abschlepper, da drauf ein Audi, kriege ich ein bisschen schlechte Laune. Wie sieht es bei dir aus, Heidrich? Ja, erinnert mich an etwas. Ja. Ey, Mazedonien haben sie die Straße neu gemacht. Also auf jeden Kommt Fall. Kommt uns so vor. Also ja, Tunnel, Straße, Autobahn, ist alles neu, die A1 hier. Ey, Eidelstadt, die haben das neu gemacht. Safe. Ey, wir haben doch mazedonische Zuschauer. Leute, haben die A1 neu gemacht oder nicht? Ich glaube ja. Also teils auf jeden Fall. Weil so schön, so gut kann ich mich nicht dran erinnern. Straße sitzt, wenn wir bei Webstuhl, weißt du? Ja, aber vielleicht fahren wir auch in eine andere Richtung. Glaube ich nicht, das ist genau die gleiche Strecke. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Safe. Bei dir alles okay? Ja, ein bisschen Bauchweh, aber sonst okay. Wenn ihr hier in Mazedonien seid, hier Gulf, Tankstelle unbedingt besuchen. Hammergeil. Moderner geht's nicht. Was ist mir passiert? Achtet mal. Tut ja schon weh beim Hinschauen. Guckt euch das an. Oh. Habe ich hinten auch? Nee, hinten ist gar nichts zum Glück. Kratzer drin. Kratzer, die ganze Felge. Echt jetzt? Ah ja, ich habe ja einen guten Felgenaufbereiter. Hier, schöne Grüße an Jörkan. Weiß Bescheid, wo die Felge hingeht. Ja, passiert. Was soll man machen? So, wir sind jetzt 12 Stunden unterwegs. Wir sind jetzt Ende Mazedonien eigentlich. Wir kommen gut voran. Ich schätze mal, wir werden jetzt eine gute Stunde brauchen. Dann sind wir hier auch raus. Und dann sind wir in Serbien. Ich mache mal die Frontscheibe und so mal sauber und dann geht's weiter. Mazedonien sind wir durchgefahren. 2 Stunden haben wir gebraucht. Und jetzt sind wir an der Grenze Mazedonien-Serbien. Jetzt bin ich mal gespannt. Voll oder leer? Wir haben genau 12 Uhr. Also wir fahren schon seit 12 Stunden eigentlich. Ne? So viel schon? Ja. Wow. Aber es sieht auf jeden Fall sehr leer aus. Also nicht ein bisschen, sehr leer. Das ist optimal, oder? Das ist Wahnsinn. Okay, da hinten sehe ich aber schon die ganzen Lichter. Einfahrt Serbien mit ein bisschen Mazedonien. Geht wohl schneller raus. Da ist ja nicht mal jemand, ne? Ja, aber wir sind ja immer noch in Serbien, oder? Ach, nee, wir sind jetzt in Mazedonien noch. Nee, wir sind jetzt in Mazedonien. Oh, nee. Ja, hier steht au revoir. Jo, da war keiner. Mazedonien hat jetzt einfach so rausgelassen, ohne jetzt zu kontrollieren. Aber jetzt hier Serbien-Eingang, ja, das ist ja die serbische Flagge, glaube ich, da. Auch leer. Ja, nee, ist ein bisschen schon was da, aber es geht. Ich denke, das ist völlig alles im Rahmen noch, oder? Finde ich auch. Sieht doch gut aus. Oh, viele Busse. Oh mein, er kommt sofort hier rüber. Ey, soll man nicht lieber links? Aber da sind viele Busse. Ich habe da schon ein bisschen Schiss, dass die alle nach vorne laufen und an denen da stehen. Also ich gehe hier rüber. Sicher? Ich gehe hier nicht rüber. Nicht ganz rüber, oder? Na, dann lässt ihn vor oder so. Mach ein bisschen Pause. Wir haben genau 10 Minuten gebraucht. Serbische Grenze. Das ging so schnell. Hammer. Ja, warten jetzt auf Multi und dann fahren wir weiter. Wie lange dauert ungefähr Serbien? Ich glaube so 8-9 Stunden. Ja, wenn wir jetzt auch durchfahren und dann ja, gucken, dass wir Kroatien
Vielleicht auch hier in Serbien vielleicht ein bisschen Pause machen. Mal schauen. Boah, wir sind jetzt in Serbien. Achtet mal, Waldbrand. Rechts. Waldbrand oder sonst irgendwas. Irgendwas brennt da auf jeden Fall. Nein, das Hirn ist gerade auch. Nur ich sehe hier nichts. Ja, das ist Waldbrand. Es kann nicht sein, Leute. Ehrlich, es kann nicht sein. Ich gehe kaputt. Ich gehe kaputt. Wir sind wieder stehen geblieben. Wieder das gleiche Problem. Auf der anderen Seite. Und jetzt kann ich, glaube ich, nicht mehr cool bleiben. Wir sind in Serbien. Wir sind gerade reingekommen. Da drüben gibt es einen Waldbrand. Hier ist mein Auto kaputt. Mitten auf der Autobahn. Alter, ich gehe kaputt. Mit. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Sache ist. Jetzt ist die andere Seite kaputt. Und dann noch in Serbien. Koch. Das wird sehr, sehr. Ich weiß nicht, mir fehlen die Worte, mir fehlen die Worte. Ehrlich. Jetzt ist die Seite kaputt. Ah, geh doch mal weg, bitte. Jetzt ist die Seite kaputt. Das gibt's doch nicht, ja. Das gibt's doch nicht. Mir fehlen die Worte. ADAC angerufen, ADAC kommt in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde. Voll toll. Weißt du, die armen Leute, Eidosch und Co., die müssen wegen meiner Dummheit hier warten, ehrlich. Dann lieber doch in Griechenland. Ich weiß, wie Serbien ist. Ich weiß es nicht. Ich muss morgen Freunde anrufen. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie machen. Wohin die mich abschleppen. Wer das macht, oder wie die das machen. Also ich bin echt müde, ehrlich müde. Ja, jetzt wird wieder der eine oder andere da was sagen. Vielleicht werden sie da sogar wieder welche freuen. Aber echt, ey. Kann man die Scheiße da nicht irgendwie verstärken? Irgendwie eine Eisenhülse rein. Verstehe ich nicht. Lässt er mich zum zweiten Mal im Stich. 2.000-3.000 Kilometer gefahren. Nach dieser Aktion. Und wieder das Gleiche. Auf der anderen Seite, verstehe ich dich. Hey, ich habe kaum gedrückt, Leute. Kaum. Ich bin ganz chillig gefahren. 110, 120, 130. Maximal. Und so geht das schon jetzt kaputt. Herrlich. Mich so gefreut auf dieses Auto. Und jetzt bin ich irgendwo, keine Ahnung wo, auf einer Autobahn in Serbien. Ich bin müde, einfach nur müde. Ja, das geht ja schnell, ne? Der Typ da. Ja, der kommt jetzt. Das ist ein Abschlepper. Ja. Er müsste auf jeden Fall gleich von dieser Richtung kommen. Das Gute ist, er redet auch Deutsch. Das ist gut. Mhm. Dann kannst du das sehr, sehr gut. Besser erklären. Halbe Stunde haben wir gewartet. Das ging echt schnell. Wahnsinn, die haben gesagt 45 Minuten. Also bis 90 Minuten haben sie gesagt. Ja, Leute. Auf das Ganze hätte ich verzichtet, ehrlich. Einmal stehen bleiben, okay. Okay. Aber zweimal. Dann noch das gleiche Problem. Auf der anderen Seite, ey.
kommt der, ja, bleibt der, nee, der bleibt nicht stehen, Alter. Doch. Doch, der bleibt stehen, der bleibt stehen. Ja, das ging schnell. Kein Nummernschild? Kein Nummernschild, okay. Oh, ich bin scheiß Déjà-vu jetzt wieder. Ah ja. Hier, ne? Das ist echt traurig, Alter, ehrlich. Das ist also zum Verzweifeln. Rudi, kann man den im Auto mitfahren? Ich weiß, der wird das schon gleich sagen. Alter, warum haben wir immer wieder dieses Bild? Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Zum Verzweifeln. Unglaublich. Multi auch ist gerade gekommen, er hat uns ja verloren. Ich habe gesagt, Multi geht nach Hause. Weil tu dir das nicht nochmal an, ehrlich. Da müssen wir selber durch. Ja Leute, was sollen wir machen? Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal in die Werkstatt abgeschleppt. Dann werden wir, also so viel ich verstanden habe, dann ab ins Hotel und dann morgen früh um 9 fangen die an zu schrauben. Die wissen aber nicht, wann die anfangen. Also werden wir, keine Ahnung, die Telefonnummer nehmen und dann werden wir schauen. Im Hotel. Ja, ich habe mit dem Chef geredet. Ich habe ihm das gezeigt, was ich will und so. Die meinten so, wir bauen das aus und gucken. Dann haben die halt gesagt, die wollen M8 und so reinmachen. Weil ich glaube, die haben das noch nie gemacht. Ist ja auch nicht schlimm. Ich habe denen das halt, ich habe ein Video von mir gezeigt, habe gesagt, lass das so machen. Es ist ein M6. Und die wollen auf jeden Fall morgen, wollen die das machen. Die wollen irgendwie einen Spezialisten rufen, der das macht. Das heißt, die wollen ausbauen und gucken, was Sache ist. Die wollen aber nur eins machen. Ich habe gesagt, bitte, lass uns alle machen. Der meint so, nein, fahr damit nach Deutschland und dann kannst du ja das andere machen. Ich so, nein, damit komme ich nicht nach Deutschland. Also ich habe jetzt null Vertrauen an dieses Auto. Null, ehrlich null. Ja, wir sind, ich glaube, knapp 3000. Ja, wir sind bei 6000 Kilometer zurzeit. Der Schaden ist bei 2600 passiert oder 2500. Und wir sind das Doppelte gefahren. Und jetzt haben wir das gleiche Problem. Das Geilste ist, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Mein Auto einfach hingestellt. Null Ahnung. Wir sind jetzt hier im Hotel. Ah.
Keine Ahnung, Leute. Das Spielchen fängt einfach von neu an. Ah ja. Egal. Heute sehe ich das so. Vielleicht habe ich morgen wieder richtig, richtig Elan. Aber heute fällt mir das echt schwer. Ehrlich, sehr schwer. Es kann einfach nicht wahr sein. Ehrlich. Ja, es kann was Schlimmeres geben. Ja, aber sogar mich selber jetzt gerade zu motivieren, fällt mir sehr, sehr schwer. Super gefahren, keine Probleme gehabt. Und dann auf einmal. Die Düse ist nicht so rausgesprungen wie bei Eidosch, weil Eidosch nochmal versucht hat, Gas zu geben. Dann ist die Düse natürlich hochgesprungen. Bei mir ist sie nur ein bisschen hochgesprungen, also vielleicht, ich weiß es nicht, aber 10 cm, bei Eidosch war es schon viel, viel mehr. Egal. Ja, Leute, drückt mir die Daumen und dann schauen wir mal, was morgen wird. Ob wir das hinkriegen, ob wir wieder zurückkommen. Ne, ich habe jetzt eigentlich, ich muss in 2-3 Tagen muss ich fürs Fernsehen arbeiten. Aber das ist mir sowas von egal. Ich denke gar nicht mehr dran. Mir tut es nur leid für die, dass die echt wegen mir hier nochmal hier echt leiden müssen. Na, wieder warten, wieder das Gleiche. Ja, YouTube-Projekt hin oder her. Ich hätte es besser machen müssen. Egal, Leute. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Bu kadar basit mi şimdi?